Und hier ist irgendwie die ganze Zeit einer am rumstraxeln. Alter. Also hier geht's richtig ab. Pistole macht sich. Wo bist denn du? Ja, weiß ich nicht. Im Gebäude hier neben mir oder was? Ich bin hier so ein kleines Ding drin hier. Alter, die. Kann das sein, dass in Streets of Tarkov die FPS nicht so dolle sind? Irgendwie wirkt das hier gerade ein bisschen. Du bist jetzt auch draußen. Ich bin bei so einer Feuertonne. Da ist eine Feuertonne am Autos. Ja, genau. Oder? Nee. Ich muss mal weiter einkaufen gehen hier. Naja, schauen wir uns mal um. Hier ist eine Gasse. Da ist ein MG. Hier ist ein Spielplatz. Ja, okay. Schön. Da steht ein Wolf. Das ist wahrscheinlich eine Figur, eine Statue. Keine Ahnung, wo ich hier. Ich weiß nicht, wo du bist, weil ich nicht mal weiß, wo ich bin. Ich gehe einfach mal kurz in ein Gebäude rein hier. Hier ist eine Tür offen. Hier ist wieder dieses komische Hochhaus. Okay. Was passiert denn hier? Da laufen welche. Ja, dann bleibt irgendwo und snack sie weg. Okay, hier in dem Ding. Achso, okay, da geht's ja. Komm ich nicht rein, komm ich nicht rein. Oh, weiß ich auch nicht. Oh, Zucker. Das ist Scav Player. Ist gerade ins Gebäude reingegangen. Okay. Oh! Eine Vase. Alleine Ausgänge finden ist ja denn schon ja. Behindert. Okay, die Räume sind ganz gut hier. Ausgänge ist Scuff Checkpoint ist. Ja, genau. Mhm. Mhm. Jo. Richtig. Wie viele Minuten haben wir eigentlich? 42? Ach du Heilige. Ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit zum Suchen. Denke ich aber auch. Ein paar Spielautomaten. Kann ich hier Geld ziehen? Nee. Kann ich hier Geld ziehen? Ich bin hier in irgendeiner Küche.
FPS. BT. Oh. Krieg. Weiß wieder nicht, was er wegschmeißen soll. Essen, trinken, hier ist alles. Hier ist einfach, ich habe so ein Mini-Duffel-Bag. Hier, das Ding braucht man, glaube ich, am Anfang nicht. Schöne BT-Munition. Auch das Wodka. Harddisk Drive. Ja, ich nehme lieber den Wodka mit. Junge. So. Ich sehe jetzt schon, ich werde den Ausgang nicht finden. Nein. Naja, wir müssen uns dann gleich einmal versammeln. Ja, genau. Jetzt gerade gehe ich hier durch, um zu looten. Ach du Kacke. Wie verwinkelt ist er? Wie viele Stockwerke gibt es denn hier? Okay. Die Stockwerke sind schon mal nicht alle. Oh nein, bitte kein langer Gang. Okay. Ein langer Gang. Wie läuft das? PRS. Was ist hier drin? BP. BP. Ich habe keine Ahnung, was ich hier wegschmeißen soll. Alles wegschmeißen. Irgendwas hat er geschossen. Also ich muss ich. Zucker ohne Ende. Es ist so viel Scheiße, die hier rumliegt. Paracord. Alter. Leiche braucht man noch nicht. Das ist noch unwichtig. Nochmal BP-Munition. Live-Cutter. Ach, der hat mir gezogen. Du bist in irgendeiner Mall. Hey. Weird Earl. Wo bist du denn? Mehr oder weniger? Ja, das ist das Ding. In irgendeinem Haus, was dreistöckig ist. Bei, ja. Da bin ich nicht. Das? Munition wahrscheinlich. RIP-Munition. Die Tür nicht aufmachen. Oh, hier liegt es hier nicht aus, hier ist noch ein Stockwerk. Eine Packerweste. Und noch ein Stockwerk. Ey, vor allen Dingen habe ich den größten Rucksack, den es gibt, ey. Naja, ich habe auch ein Duffelbag nur. Ja, du hast noch einen dicken kleiner, glaube ich. Diary. Och, ich habe keine Lust mehr. Kite ist nicht so wichtig.
Das reinste Schlaraffenland, was Loot an. Oh, hier hab ich mich verjagt. Die Schüsse habe ich jetzt auch gehört. Es ist aber auch sehr verwinkelt hier, muss man dazu sagen, Alter. Jo, ich glaube, das ganze Gebäude, wo ich gerade drin bin, könnte eine Map darstellen. Von der Größe her. Hier ist auf jeden Fall eine abgeschlossene Tür. Ach, hier, guck mal. Ich bin direkt gegenüber von dem brennenden Hotel. Ja, und ich bin in dem brennenden, unten bei dem brennenden Hotel drin. Ah, siehst du. Oh, eine Red Flare, Alter. Ui. Die Frage ist jetzt, was ist dieses brennende Hotel für ein Hotel? Welches ist das? Welches? Ist das Collapsed Crane? Nee, das ist der Kran. I don't know where to go. Ich weiß gar nicht, wo komme ich denn jetzt gerade her? So von der anderen Seite. Hier geht's nicht weiter hoch. Wie soll sich mal einer zurechtfinden? Würde ich hier lang gelaufen wollen? Ja. Ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich hergekommen bin. Wo wollen wir uns denn treffen? Monitore? Ach so, ah, warte mal. Kein PC. Ich glaube, ich weiß, wo wir. Nee. Ich bin hinter die das kleine Gebäude dahinter bei diesem brennenden Hotel. Ich glaube, das was ich hier, das ist das hier Collapsed Crane. Sieht jemand, ob das ein Kran ist? Nee, hier ist kein Kran kaputt. Ich glaube, das ist Compound, dieses komische Hotel, oder? Ich weiß es nicht, ja. Ich habe keine Ahnung. Bitte Saleva? Bitte ein Saleva? Kein Saliva. Also ich muss jetzt hier unten über die Straße und dann bin ich bei dir, oder was? Wenn ich da reinrenne. Nein, rechts, weiter rechts davon. Da? Da, ja, da bin ich. Oh Gott. Ich komme dir aber auch entgegen. Ich weiß noch gar nicht, ich würde gerne erstmal überlegen. Komm mal raus auf die Straße, so. Oh Gott. Bin oder? Ich. Bin ich blöd? Da ist der Kran. Guck mal, da ist der Kran. Ist hier das nicht das brennende Hotel? Ich sehe den Kran nicht. Oh. Hey, Buddy. Oh, lass dich bitte nicht killen. Geh einfach weg da. Ich such dich ja bloß. Ja, und ich such den Kran. I don't shoot. I only search my friend. It's the first round here, so you can use it. Also siehst du, hier ist die Hauptstraße, da ist ein Kirchturm. Ich bin beim Spielplatz. Beim Spielplatz, warte mal, den habe ich doch. Ne, beim ersten Mal haben wir den, glaube ich, gesehen. Ja, der ist, glaube ich, dahinter irgendwo. Hast du geschossen? Nein, irgendwer anders. Der Spielplatz ist, glaube ich. Zum Glück blute ich nicht, Alter. Du wurdest beschossen? Ja, hart. Aus irgendeinem Gebäude. Okay.
Jetzt bin ich wieder hier bei dieser Baustellen-Dings. Ich bin jetzt hier. Hier ist... Nee. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist hier eher auf der Seite. Oh, hier ist alles ein kleiner Hinterhof, Alter. Jetzt habe ich aus Versehen den Scuff angeschossen. Bei mir ist gerade ein Scuffy laufen hier. Nee. Wie kommt man denn hier von diesem Hinterhof? Hier sind Scuffs unterwegs. Na super, ja, jetzt ja, bin ich ja. Hier schreit einer. Hä, wo kam er denn her? Ich bin draußen bei Dental. Uda Lounge. Rennst du gerade an einem Scuff vorbei? Der hier steht ja auf dem Hinterhof. Ich hab keine Ahnung, ne? Hä, wieso schießt das? Oh Gott. Digga, was machst du, Junge? Ich wusste nicht, ob es ein Spieler ist oder nicht. Und als ich auf ihn geschossen hatte, wusste ich, ich brauche jetzt nicht mehr aufhören, der wird weiter auf mich schießen. Meintest du den Spielplatz hier? Nee, ne? Doch. Alter Scheiße. Ich weiß nicht, wo du bist. So, sonst bleibt mal kurz mal an der Stelle, bis ich hier weg bin. Ja. Ich weiß. Habe ich vielleicht den Kran gar nicht? Nee. Entrance to Catacombs. Ruhig. Ich weiß auch nicht welchen, warte mal. Ach so, stimmt. Ventilation Shaft, Sewer und Entrance to Catacombs. Ja. Okay, ja, ich loot hier noch und dann. Alter, hier sind so viele Scuffs. Ich höre doch auf, die abzuknallen. Hier ist eigentlich ein Haufen Spielplätze und so weiter, ne? Immerhin hast du jetzt einen größeren Rucksack. Ja, wenn ich mir den irgendwann mal anverleiben kann hier.
Ach scheiße, das ist ja... Die Rig ist kaputt. Ich werde beschossen. Ich bin tot. Ich habe den Scav Sniper gefunden. Er ist zweimal sicher null auskennt auf dieser Map, Alter. Ja, weil es die Dings. Weil das die, weil das diese, du bist in das Gebiet gewesen, wo du nur hin kannst, wenn du eine Green Flare reinschmeißt. Ansonsten... Ja, das weiß ich ja nicht. Ich sehe das doch hier selber nicht, Alter. Ich sehe hier nur Scuff Checkpoint. Aber da komme ich nicht mehr raus. Und hier ist irgendwie die ganze Zeit einer am... ...umstraxeln. Jetzt oder was? Ja. Ja, der Schrot kannst du auch weghauen, wenn sie leer ist und keine Muni mehr. Ja, das ist richtig. Der andere hat aber auch keine Munition mehr, glaube ich. Aber du kannst essen und trinken. Meine Güte, ey. Morphin, das brauche ich gerade noch nicht. Hier war irgendwo noch ein Dings da. Hat nicht irgendeiner auch ein Dings dabei gehabt? Er hat mir einfach nur alles weggeschossen, geil. Ich hab keine Hand im CMS, hat der irgendeiner ein CMS dabei? Was? Auf dem Tisch hinter dir. Ja, ich weiß, es ist Stims. Das ist doch sehr größer wie die Skeptistin. Die ist aber verbuggt.
Kannst du nichts rausnehmen? Nein, also das kann ich raus, das aber nicht hier. Lach noch ein Blau aus dem. Ja. Ich würde halt gerne. Diary weg oder sowas. Das Diary. Für den Stim? Jo. Den blauen Stim. SJ6, ja. Morphium müssen wir auch noch gefunden kriegen irgendwie. Was brauche ich noch weniger? Humpback, aber ich muss jetzt gucken. Ach ja, 2O2. H2O2. Maloskop. Vitamins sind, glaube ich, noch wichtig. Die brauche ich am Anfang. Was nehme ich denn? Wires finde ich noch genug. Ja. Achso, die Weste. Ja, ja. Kann ich auch die Strike hier reinpacken? Noch das Relais. Humpback kann ich noch essen. So, und jetzt muss ich irgendwie gucken, wie, wo hier ein Ausgang ist. Das andere Rig von deinem einen war doch größer, oder? Ja, ich bin gerade ein bisschen unter. Keine Ahnung, Druck. Ja, ich weiß gerade noch nicht, wie mir geschieht hier. Den haben wir auch noch. Der hat auch noch eine gute Knifte. Aber wenn die leer ist, bringt die mir halt nichts. Oh, hier können wir uns nochmal vollfressen. Alter, der hat ja. Eine Glock? Ach, der hat noch Magazine. Warte mal, der hat noch Magazine. Der hat noch Magazine. Trinken, ja. Ja, aber du musst, es bringt dir nichts, wenn du die Magazine nicht mitnehmen kannst. Dann brauchst du die Waffe auch nicht mitnehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, stimmt. Aha. Du hast vollkommen recht. Nee. Macht er nicht. Ach so. Okay. So, wir nehmen noch Tushonka mit hier. Nicht noch, jetzt habe ich das Magazin hier gefallen lassen. Da. Hast du da in dem Raum geguckt, ob ruhig. Ich den ist, finde? Ruhig. Hier ist schon wieder einer. Ja. Ah.
Ach, come on, Alter. Mann, so viel Loot, ey.